Lux leuchtet ein. Habt ihr euch jemals gefragt, woher eigentlich eure Kleidung kommt, wer sie webt und wer sie näht? Der in Bornheim gelegene Shop Organic hat genau das gemacht. Verkauft wird nur, was ökologisch und fair produziert wird. Aber was heißt das überhaupt? Das will ich heute herausfinden. Wir haben Labels, wo wir alle ohne Ausnahme die Inhaber persönlich kennen. Das machen wir aus einem ganz bestimmten Grund. Zum einen, weil es da sehr viele junge, innovative Labels gibt und zum anderen, weil wir dann auch wissen, wer steht hinter der Idee. Ist der wirklich überzeugt davon? Will der nachhaltig produzieren? Achtet er auf die Arbeitsbedingungen? Weil wir als kleiner Händler haben ja keine Chance, mal kurz nach Peru, Bangladesch oder China zu fliegen, um vor Ort mal zu gucken, ob das alles okay ist. Das ist naiv, das klappt so nicht. Ich habe mir jetzt hier ein Shirt ausgesucht und eins kann ich schon mal sagen, es ist total weich und jetzt werde ich es mal anprobieren und dazu gehe ich runter in den Keller, für mich das absolute Highlight hier. Also mir gefällt es, passt prima, fühlt sich angenehm an und ich kann es mit gutem Gewissen tragen. Ich finde die Helle gut. Ja, die sind alle viel zu groß für mich. Aber die wäre vielleicht noch. Ja. Obwohl, die ist schon sehr knapp. Aber wenn wir normale Menschen dazu bringen, die bessere Alternative zu kaufen und trotzdem stylisch auszusehen, haben wir viel mehr bewegt, als wenn wir einen sowieso ökologischen Menschen quasi dazu bringen, anstatt selbst gestrickt uns zu kaufen. Dann haben wir ja gar nicht so viel verändert. Wir kennen das aus dem Supermarkt. Öko und Fairtrade haben ihren Preis. Für mein T-Shirt habe ich 30 Euro hinlegen müssen. Aber für eine super Sache. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mein Konsumverhalten überdenken. Lux leuchtet ein.